Jesus. Stephen is cool. Haben wir nicht schon die Hälfte des Weges? Ja. Guck mal. Einfach nur weißer Platz. Englisch, Indisch, je nachdem. Und dann dazu. So, die Eltern werden gesagt, ja, und die Kinder sagen, nein, das ist zu viel für mich, dann nicht. Ja. Nicht so einfach. Ja. Also ich bin schon gefragt worden, wo man, ich mein Deutsch gelernt habe, das ist alles hier. Unter den 15 Singapurer, ja, 4, 5 Europäer, die hier arbeiten, unter den Einheimischen bin ich immer noch der Einzige, der nicht. Das erkläre ich später ausführlich. In Singapur, ihr rennt ja Geld, bleibt ihr sorry. Ja. Sehen Sie das Gebäude? Wenn man Rentner wird, ja, die Kinder haben schon ihre eigene Wohnung gekauft und dieser, ja,
Pendler. Okay, die Wohnung, die haben eine große Wohnung gekauft damals, viel mehr wertvoll. Aber habe ich gesagt, ihr Konto, fast kein Geld mehr. Und ihre Wohnung ist jetzt ihr Geldanlage, verstehen Sie? Sie wollen bleiben, mit blauem Ausweis. Er ist auch wie ich. Er darf nicht rein ohne $100 Eintritt. Sie können alle ihr Beste zeigen, rein. Hier steigen wir aus. Wir gehen bis zu unserem Wahrzeichen der Löwe. Das ist jetzt ein Luxushotel geworden. So, ja, Auto macht man sehr, sehr teuer, aber sie scheinen bei einem Taxi $60. Heute habe ich 20 Millionen gewonnen. Das mache ich. Philosophisch sein. Wollen Sie Spaß haben mit Ihr Spielzeug, fahren Sie über die Brücke nach Malaysia. Dort ist es auch nicht erlaubt, so 120 maximal. Aber Singapur, wenn Sie über die Brücke nach Malaysia fahren, fahrblind, ne? Sie können nichts lesen, Nummernschilder, Vollgas bis nach Kuala Lumpur. Mhm. Sie mal die aber die Bungalows verkaufen sich dann gut. Ne? 65 Millionen. Was? 50, 60, 70 Millionen. Darum sagten die Singapurer, bitte, das ist, wir wollen keine Tokio, Hongkong, London Preise. Ja?
Sommer gibt es Kajakos. Das empfehle ich mir meine Gäste. Probieren Sie das mal. Wenn das Ihnen das gut gefällt, ja. Jetzt kommt wieder mein Bauauto 777, Kennzeichen. Ja, überall wünscht. Products, das hört sich irgendwie seltsam an.
This tower, one short one in the middle, stands the tallest fountain that's recorded in the Guinness Book. Okay, from the road, it doesn't appear to be tallest because the lake starts from the basement. Okay, so this is. Just say yesterday a word. What?
I know I'm holding on to you.